Guderreit Fully mit voller Ausstattung, Carbonriemen, Bosch Performance CX, allen drum und dran, ein echtes Fully, aber mit Gepäckträger, kenne ich auch von einem anderen Hersteller, so oder so ähnlich, allerdings nicht für... Gucken wir mal selbst. Ja, sollen wir gucken. Also Fahrrad hat vorher gekostet 7? Mein Gott, 407 ist der UVP-Preis. 4.700 kostet der UVP-Preis und aktuell sind, glaube ich, mit 10% bei uns auf der Website zu sehen. Also nochmal, das Ding kommt bei knapp über 4. Genau. Mit Bosch Performance CX als Fully. Mit Smart System, mit 625. Mit Smart System, das neue Riemen. Smart System. Genau, mit Riemen, mit alles drum und dran. Das schafft fast kein Hersteller. Oder es gibt sonst nichts auf dem Markt mit solcher Ausstattung. Okay, fangen wir ganz von vorne an. Das ist ein Tourenrad, ein Tiefeinsteiger, aber als Fully. Aber als Fully. Mit nicht irgendeiner exotischen Version eines Fullys, sondern ein richtiger, gefederter, ein richtiges, vollgefedertes Hinterrad. Genau, Sandtour-Feder hast du hinten. Luft natürlich, kannst du auf dein Gewicht einstellen. Und dann fährst du einfach viel komfortabler. Die ganzen Stöße werden hier rausgenommen. Auch vorne haben wir eine 32er Gabel. Ist schon überdimensioniert, sage ich mal, für ein Trekkingrad. Auch Luft. Auch Luft. Ne? Ja. Und wie du hier siehst, Steckachse. Ne? Das ist unglaublich stabil. Das Fahrrad ist langlebig gebaut, stabil gebaut. Das ist jetzt kein irgendwie zusammengebastelt mit billigen Komponenten. Nein, das ist wirklich für ein Trekkingrad. Die Gabel ist schon überdimensioniert. Steckachse hast du. Hinten hast du einen Dämpfer. Riemen. Großes Licht. Also wer sich auskennt, das Ding ist made in Germany. Genau, wurde auch in Deutschland lackiert. Firma Guderreit lackiert die in Bielefeld. Bei den aktuellen Gaspreisen und den ganzen Umweltbestimmungen ist es halt unglaublich schwierig. Aber Guderreit sagt, ich will noch in Deutschland lackieren. Ein verstellbarer Vorbau, Ergon-Griffe, Ergon-Sattel. Ja. Wie also, geht denn das zu dem Preis? Guderreit ist noch ein Familienunternehmen, die müssen keine Aktiendividende quasi abdrücken, die sagen, wir sind mit 5% oder 10% Wachstum zufrieden pro Jahr. Wir wollen einfach ein gesundes Unternehmen sein, wir müssen niemandem was beweisen. Und die wachsen tatsächlich noch seit Jahren 10% bis 15% pro Jahr. Die sind nie extrem groß geworden. Und die sagen, wir machen das, was wir gut können, und das sind Trekkingräder. Die springen jetzt nicht auf Mountainbikes etc. rum. Die sagen, Trekkingräder können wir gut und da ist auch unsere Stärke. Unsere Kunden kennen uns schon seit 60 Jahren mit unseren Trekkingrädern. Wir liefern Qualität ab. Wir sind zwar nicht der Weltgrößte, aber wir sind noch ein gutes deutsches Familienunternehmen. Und das ist auch das, worauf die Kunden aktuell sehr viel Wert legen. Die andere Marke, die du zum Beispiel genannt hast, Riese Müller, ist ja in den letzten Jahren extrem groß geworden. Das hat halt so diesen familiären Flair natürlich verloren. Aber Guderreit ist total dagegen. Auch eine sehr gute Marke. Also muss man wirklich sagen, eine Kultmarke, die so ein ähnliches Modell natürlich rausgebracht hat. Deswegen ist es mir direkt aufgefallen. Aber das ist natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ganz gut. Nexus, eine Nabenschaltung mit drin. Ist die jetzt reduziert? 5-Gang, genau. Also du hast die Bandbreite von einem 7-Gang. Die mittleren Gänge wurden rausgenommen, also der kleinste und größte Gang sind die gleichen. Und du kommst damit auch jeden Berg hoch. Also das ist mit dabei. Dann brauchst du natürlich einen Riemenspanner. Du brauchst einen Riemenspanner, weil du natürlich federst. Ist auch noch dabei. Riemen. Vorteil ist, es ist immer sauber, ich brauche nichts zu fetten. Es hält 12.000 Kilometer. Für Leute, die sagen, ich will einfach längere Touren fahren, ich will einfach meine Ruhe, ich will so wenig wie möglich in die Werkstatt, ist dieses Fahrrad. Das ist der Original Gates Carbonriemen. Das Original Gates Carbonriemen. Das heißt, Lebensdauer vom Riemen? 10, 12, 13.000 Kilometer hatte ich schon Kunden ohne Probleme. 10.000 gibt ja der Hersteller an, 12.000 habe ich jetzt bei mehreren Kunden gehabt. Also nahezu wartungsfrei? Nahezu wartungsfrei. Also das heißt, was könnte hier kaputt gehen? Jetzt könnten natürlich die Bremsbeläge, die Reifen... Nicht kaputt gehen, aber es sind halt normale Verschleiß, genau. Bremsbeläge, Dings. Ja, irgendwann mal, glaube nach 10 Jahren, wirst du wahrscheinlich einen Kabelbruch hier hinten haben, weil die Kabel hier natürlich mitfedern. Das hast du aber auch anderen Fully-Modellen. Ansonsten. Achso, das heißt, die Züge müssen gleich mal gewechselt werden? Vielleicht nach 10 Jahren oder so kannst du einen Kabelbruch haben wegen der Licht hinten. Okay. So, gibt es in verschiedenen Farben? Es ist nicht ganz leicht, es ist nämlich sehr stabil gebaut. Und zwar so stabil, dass du hinten auch jetzt einen Kindersitz drauf machen könntest für ein kleines. Dann würde das Kind ein
Kotzanfall bekommen. Warum es federt mit? Weil es federt mit und das Kind. Es federt ja mit der Mama. Die Mama ist ja auch festgemacht da am selben Punkt. Ja, während die Mama federt, geht das Kind hoch und runter. Ja. Verstehst du das vielleicht? Nee, eigentlich nicht, weil... Das geht ja hoch und runter. Nee, das ist hier fest am Sattel dran, guck mal. Nee, aber du kannst keinen Kindersitz drauf machen. Okay, das gilt es noch zu beweisen. Das kriegen wir hin. Okay, sehr gut. Also, ich will mich ja nicht streiten ich glaube, mit dir. Ich glaube, auch eine Sache, andere Sache ist auch, die sind nicht... zugelassen. Freigegeben, ja. Okay. Weil der ist hier durch zwei Schrauben. Ja, ja, ist ja gut. Also bitte macht dir keinen Kindersitz drauf. So. Nächstes, Akku. Zeig mal bitte. Wie kommt man da ran? Du kommst ganz einfach dran, indem du diesen Knopf hier drehst. Und dann? Kannst du abnehmen. Krass. So Intube, Original Bosch. Original Bosch. Du weißt es ja vielleicht. Ich gehe mal auf die andere Seite. 625, oder? 625er. Du kennst es ja vielleicht. Also du weißt es. Wenn ich es auf dem Heckgepäckträger habe, muss ich ja den Akku mit rausnehmen. Ja. Und viele Hersteller haben ja den Akkudeckel so gebaut, dass er fest an dem Akku ist. Dran ist, ja. Hast rausgenommen, hast du hier, wenn es geregnet hat, wurde es dann extrem schmutzig. Ne? Mhm. Und das hat jetzt Gutereit so gelöst, sagt, okay, wir gehen nicht diesen Schritt, wir gehen einen anderen Schritt. Es schließt zwar nicht 100%, also wenn es da krass regnet, wird da wieder ein bisschen was, aber es ist geschützt, ne? Während du auf der Heckgepäckträger den Akku rausgenommen hast. Genau. Da gab es aber viele Leute, die natürlich dann da eine Plastiktüte drüber gemacht haben oder irgendwelche sehr gut aussehenden... Ja, alte Regenjacke oder so einfach anders benutzt haben. Ja, quasi. Ja, hol's mal runter. Wir gucken uns das mal an, denn es wiegt total wenig, nur 28 Kilo. Aber es ist leichter wie sein Konkurrenzprodukt. Das Produkt von Riese Müller ist noch schwerer. Was aber krass ist, es hat nicht geklappert, als du es gerade eben runtergeholt hast. Es ist vollgefedert. Du merkst so gerade, was ich gesagt habe mit dem Kind, ne? Ja. Also das Kind, also wenn du jetzt einen Kindersitz hast, ne? Ja, aber das Kind soll ja auch ein bisschen Spaß haben. Ja. Gott, also ein Trauma da ist. Also macht da bitte keinen Kindersitz draus. So, Schaltung, wie viele Gänge? Fünf Gang. So, die kann die 85 Newtonmeter? Die kann die 85 Newtonmeter, genau. Gut. So, dann Display, Purion? Intuvia 100. Intuvia 100, das Neue. So, das heißt, das schaltet sich automatisch an und ab. Die Batterie soll 2 Jahre halten. Ja. Angeblich. Haben wir noch nicht getestet, weil es ist erst seit kurzer Zeit hier auf Lager. Die Batterie ist jetzt, glaube ich, drinne. Ja. Geht gleich an. Und dann kannst du, das ist gut, natürlich eine Folie drauf. Du hast natürlich verschiedene Stufen hier. Also wer sich jetzt ein bisschen auskennt, das ist günstig. Ein Fully mit Vollausstattung, allen drum und dran, für knapp über 4. Ja, und das war immer bei Firma Gutereit der Fall, weil... Die haben immer Qualität geliefert. Also Preis-Leistung war Ruderweit immer unschlagbar. Die kommen aus? Bielefeld. Aus Bielefeld. Genau. Schön. Also, hier sind wir bei Majid Park. Switchback Bornemann. 100 Jahre. Farben. Bitte nochmal verschiedene Farben. Verschiedene Größen. Farben, welche Farben? Moosgrün, schwarz, matt habe ich gerade noch da. Weiß habe ich gerade, rot, Ferrari rot. Und es gibt so ein Enzium Blau. Müssen wir mal auf der Website gucken. Wenn es bei uns auf der Website nicht angezeigt wird, es kommt in Zukunft dann nochmal rein. Okay, super. 100 Jahre Switch bei Bornemann. Verschiedene Farben, verschiedene Größen und das Ganze knapp über 4 als Fully Made in Germany. Das gibt es in Bielefeld nicht, sondern in Gießen. Tschüss 0641 34393. Tschüss.